Supercup-Finale, eigentlich am DFB-Pokal-Wochenende. Dafür treten die beiden Mannschaften dann im August an, in der ersten Runde. Der Pokalsieger RB Leipzig gegen den Meister aus München, das muss man eigentlich nicht erwähnen. So ging es hier am Samstagabend in der heimischen Arena von RB Leipzig zur Sache. Die erste Chance hatte ein Ex-Leipziger, nämlich Marcel Sabitzer, nach 20 Minuten aus eigentlich aussichtsreicher Position setzt er diesen Freistoß aber etwas zu hoch an. RB Leipzig musste sich erstmal richtig sortieren. Der FC Bayern München war gut aufgelegt, ließ dann aber auch defensiv das erste Mal etwas zu. André Silva mit der Großchance. Kimmich bekommt es im letzten Moment dann bereinigt. Starke Parade von Manuel Neuer, macht sich da riesengroß, kriegt den Arm noch raus und mit dem Oberarm kann er den Ball dann auch halten. Es wurde nun deutlich besser, die Anfangsphase sehr abwartend von beiden Mannschaften und Mané nach 27 Minuten dann mal mit dem Versuch, die Szene noch nicht vorbei. Da hätte man vielleicht aus Leipziger Sicht lieber den Eckball in Kauf nehmen können, so wird es nochmal scharf gestellt. Abermals ist es Sabitzer, der hier knapp die Führung verpasst. Über eine halbe Stunde mittlerweile gespielt. André Silva hat das gute Auge für Henrichs. Der legt quer auf Dani Olmo und der macht in der 34. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Gut gespielt, ordentlich rausgelegt von André Silva, auf den sich zwei, drei Münchner konzentrieren. Dann kann der Ball in die Mitte gelegt werden und als Angreifer hast du da immer die dankbarere Aufgabe als Pavard, der sich auch defensiv orientieren muss. Neuer dann etwas zu spät. Die Führung für Leipzig nicht unverdient, wenngleich Bayern doch schon die dominante Mannschaft war. So wollten sie auch noch vor der Pause zurückschlagen. Und wieder ist es Sabitzer. Der war hier richtig scharf. Profitiert, etwas überspitzt gesagt, natürlich von der Verletzung Goretzkas, der abermals ausfällt. Und mit seinen Torchancen konnte Sabitzer das schon durchaus zurückzahlen, dieses Vertrauen, das ihm dann gesetzt wurde. Aber es führte eben noch nicht zum Erfolg. Und defensiv, da stimmte die Absprache überhaupt nicht. Nkunku, 2:0, 45. Minute. Den sollte man doch mittlerweile eigentlich schon auf dem Schirm haben nach der herausragenden letzten Saison. Der auch wieder den Weg bereitete, überhaupt fürs DFB-Pokal-Finale da nochmal zurückzukommen in Unterzahl. Hier markiert er das 2:0. Der Ball, der flattert hin und her, am Ende etwas glücklich vom Innenpfosten rein. Aber das ist schon eine extrem starke Schusstechnik, die Nkunku an den Tag legt. 2:0 nach 45 Minuten. Leipzig zeigte sich doch ziemlich effizient. Der FC Bayern München ging etwas schludriger mit seinen Torchancen um. 10 Minuten im Durchgang Nummer 2 gespielt, dann wurde der FC Bayern wieder vorne vorstellig. Nach 57 Minuten Serge Gnabry, der Orban etwas enteilen konnte, Gulaschi pariert zur Ecke. Die folgende Ecke von Kimmich hereingebracht und da ist wieder Gnabry, diesmal trifft er. 57. Minute, der Anschlusstreffer war gefallen. Der FC Bayern zurück im Geschäft. Toller Kopfball. Da setzt er sich gegen Henrichs durch. Kevin Campbell auf der Linie etwas steif, möchte man sagen, in der Körperhaltung. Aber der Kopfball auch mit einer gewissen Wucht aufs Tor gebracht.
Leipzig brach aber nicht ein, sondern hatte auch weitere gute Möglichkeiten. André Silva in der 68. Minute. Selbstverständlich von Nkunku eingeleitet das Ganze. Neuer zeigt hier mal wieder seine Klasse. Bei einem Unentschieden würde es direkt ins Elfmeterschießen gehen, das die Regelung beim Supercup-Finale, aber es wollte noch nicht fallen, das Ausgleichstor zu diesem Zeitpunkt, 77. Minute. Mané, ja, war da vielleicht irgendwie ein Handspiel dabei, Szene wurde überprüft, aber ging dann wohl doch so in Ordnung, wenn man auch sagen muss, die Handspielregel jüngst wieder ordentlich diskutiert in der zweiten Bundesliga und das wird sich vielleicht auch so hier durchziehen. Auf der anderen Seite dann die Chance zur Vorentscheidung. Was für eine Schusstechnik. Am Ende rettet das Aluminium den FC Bayern. Aber es wurde enger mit der Zeit. Gnabry sieht Mané, Winkel wird etwas zu spitz. Shimakan kann den Ball nicht gut klären. Davis, Mané, Müller, Gnabry, das ist so umständlich gespielt. Vielleicht etwas sinnbildlich für diese Partie. Der FC Bayern blieb dann doch häufig mal im gegnerischen Verteidiger hängen und Leipzig ein bisschen abgezockter. Und das machten sie auch in der 90. Minute perfekt. Der Konter aus der eben gesehenen Szene führte zu dieser Entscheidung durch Christopher Nkunku, der Leipzig zum Supercup-Sieg schießen konnte. Schlager auf Silva, der nochmal den Kopf hochnimmt im gegnerischen 16er. Klar mussten die Bayern aufmachen und bestraft wurden sie mit dem 3:1. Aber ob man 2 oder 3:1 verliert, ist dann auch egal. Am Ende war es eben dieses 3:1. Mal wieder herausragender Mann Christopher Nkunku, der hier mit 2 Toren das Spiel entscheiden konnte. Die Bayern ärgerten sich, klar, die Mentalität, jedes Spiel gewinnen zu wollen, jeden Pokal in die Lüfte stemmen zu können. Dem konnten sie hier und heute nicht gerecht werden, weil RB Leipzig ebenbürtig war und vor dem Tor dann eben die nötige Zielstrebigkeit an den Tag legten, die die Bayern eben verpassten. Gulaschi durfte den Pokal dann letztendlich in die Luft stemmen. Hier im Heimspiel in Leipzig dann auch vor gebührender Kulisse. Das Zentralstadion freute sich zum Großteil auch gut mit Bayern-Fans gefüllt. Die schauten sich das dann respektvoller Art und Weise natürlich noch mit an. Am Ende heißt der Sieger aber RB Leipzig. 3:1 schlagen sie im Supercup den FC Bayern München.